Ich habe hier eine weitere Sammlung, also schon zusammen mit vier Figuren ist die Collection hier auch schon zu Ende. Und dann haben wir auch schon alle Teile hier zusammen, um diesen Lex Luthor hier in seiner Superman-Rüstung zusammen zu haben. Da ist jetzt in jeder Packung ein Buff-Teil. Und ja, dabei ist jetzt die Vixen, die Wonder Woman, Batman und der Wayne. Ja, mit ein bisschen Zubehör. Ich mach jetzt sie zuerst auf, weil sie hat auch schon hier oben den Körper von Lex Luthor. Und dann hat man auch ganz schnell ja, diese extra Figur beisammen. Mit vier Päckchen ist das auch schon schnell beisammen. Manchmal braucht man ja, sechs, sieben, acht Figuren, bis man dann alle Buffs zusammen hat, bis das dann vollständig ist. Da haben wir sie schon draußen. Und sie hat da so einen Adler dabei, der seine Flügel bewegen kann. Und hier haben wir auch schon das Körperteil. Auch voll beweglich. Kopf, die Beine, die Hände. So. Und dabei hatte sie den Freund hier. Und das ist schon cool. Da kann man sogar hier die Flügel bewegen. Gucken, ob wir ihn mit den Krallen vielleicht irgendwo am Körper dran kriegen. Das wäre natürlich cool. So, da haben wir sie auch schon draußen. Der Kopf ist auch wieder so hoch und runter, ein bisschen schräg beweglich. Das ist auch ganz gut. Dann klar die Hände. Gerade in diesem Kugelgelenk ist das mal voll cool. Kann man in alle Richtungen bewegen. Am Bauch, oder? Ich will es nicht kaputt machen. Nee, da geht es anscheinend nur so ein bisschen. Die Lippe halt sieht ja nicht so prickelnd aus. Mal gucken, ob man die. Oh, ja, doch, es geht. Gut, dann hat sie aber eine komische Haltung. Und hinten fehlt ein Stückchen. Gucken, wie wir das. Ja, so sieht das auch schon viel besser aus. Klar, und dann hier die Gelenke. Das haben jetzt die ganzen. Also so gut wie alle Legend-Figuren, die ich jetzt hatte, haben diese Gelenke. Auch in den Beinen und so. Hier nochmal, gerade für verschiedene Posen, für Fotos oder sie einfach mega cool ins Regal zu stellen, ist das schon eine coole Sache. Jetzt gucken wir mal. Kann sie ihn vielleicht im Arm halten? Getusch. Na gut, sie könnte ihn halt. Ja, sieht ein bisschen seltsam aus. Muss mal gucken, ob man den irgendwie die Schulter vielleicht befestigen kann. Gerade fürs Regal. Na gut. Dann haben wir die schon mal. Ja, Wonder Woman hat die zwei Beine hier drin. Die kommt als nächstes. Dann hat Lex Luthor schon mal ganz überstehen. Der sieht auch sehr stabil aus, so in den Teilen. So, da haben wir sie. Wonder Woman. Das Kostüm finde ich auch am allerbesten. Da gibt es noch eins vom Comic, was auch nicht schlecht aussieht, aber so sieht sie am besten aus. Mit Zubehör. Das holen wir jetzt mal raus. Erst mal die zwei Beinchen. Dann haben wir
So, einmal Klicks hier. Da haben wir ihn schon beisammen. Auch natürlich voll beweglich hier und da. So, da haben wir schon mal einen großen Teil. Jetzt Wonder Woman. Auch hier voll beweglich. Das ist mal ganz cool mit dem Kopf. Dieses Hoch und Runter. Und hier am Bauch. So, hier auch an den Stiefeln. Sieht doch schon ganz gut aus, auch so detailliert. Die Haare. Dann einmal ihr Schwert. Das ist leicht verbogen. Es wirkt etwas klein. Oder irre ich mich da? Da hat sie schon mal das Schwert. Und jetzt kommt noch ihr Lasso. Da hat sie noch die Hand als Faust drin, aber die wechsle ich jetzt nicht aus. Ich sehe gerade, hier kann man das so anhängen. Das ist ja cool. Ja. Das sieht doch gut aus. Da kann sie ja ihr Lasso hier, ihr Seil anhängen. Und wenn sie das sozusagen, bleibt sie stehen, erstmal in Pose bringen. So. Und wenn sie das dann in der Hand hat, sieht das dann auch aus, als wenn sie es so ausholen würde. Das klemmen wir ihr hier so an. Dann wollen wir mal zum nächsten. Gucken wir, ob wir die hinstellen. Sie steht. Wonder Woman steht auch. Oder nicht. So. Jetzt können wir ja die Hände machen, dass der Gute auch Hände hat. Jetzt der Kopf oder die Hände kommen, ist auch egal. Ich habe mich schon richtig gefreut, den auch zusammenzubauen. Macht ja auch viel Spaß, wenn man dann so eine Figur zusammen hat. Schon fest drin. So, jetzt wollen wir mal die Hände dran klemmen. Ganz da drin. Ob ich die jemals wieder rauskriege. Aber die müssen ja Gott sei Dank nicht wieder raus, die Teile. So ein bisschen fester drücken. So, einen Arm haben wir. Schauen wir den zweiten reinkriegen. Na? Ja, so ein bisschen fest die Gelenke hier. So, da steht er schon mal mit Beinchen und hinten. Ja, aber so als Figur hat auch ein gutes Gewicht. Es ist nicht so leicht, dass er auch gleich kippt. Voll beweglich. Hier einmal dieser Wechselkopf. Und der hat zwei Hände zum Austauschen, weil hier drin als Figur hat er die Fäuste. Und so könnte er, wenn wir die Hände auswechseln, auch irgendwas in der Hand halten.
Das mit der Jacke, das finde ich auch ganz cool. Habe schon bei vielen Figuren gesehen, auch gerade wenn sie einen Mantel oder so anhaben. Ich glaube, das erwähne ich jedes Mal, finde ich richtig gut. So, gummihaft. Macht doch was her. Natürlich auch beweglich. Die Köpfe sehen aber ganz schön gleich aus. Außer, dass er hier einmal okay den Mund offen hat und hier einmal geschlossen. Okay. So, mal gucken, ob er auch stehen bleibt. Dann kommt jetzt das Beste zum Schluss. Batman. Da war ich ein bisschen irritiert wegen den Augen. Die sahen so auf den ersten Blick, dachte ich mir, ist das so? Scheint so zu sein. Jetzt kommt der Kopf und der Mantel. Und dann ist er auch schon vollständig. So, die letzte Verpackung. Da wäre der Mantel von Superman bzw. Lex Luthor in Superman. Und das ist auch so, ja, so gummihaft. Müssen wir mal schauen. Ach ja, das steckt man da gerade so hinten rein. Ja. Ja, das macht doch schon was her. Eine vollständige Figur. Das ist schon richtig cool. Aus Einzelteilen hast du dann so eine richtige massive Figur hier stehen. So. Und da haben wir das letzte Teil, der Kopf. Der Kopf. Und der ist richtig, also der Kopf ist richtig gut detailliert. Gerade die Augen und so, finde ich, sind richtig gut geworden. Gucken wir mal, den Kopf hier reinkriegen. Ist gar nicht so einfach, die Teile hier zusammenzukriegen. So, da haben wir ihn. Vollständig. Mit Mantel. Ist richtig cool. Also ich habe jetzt nicht viele Lex Luthor Figuren, aber ja, die gefällt mir ganz gut. Da hätten wir ihn beisammen. Aber jetzt fehlt uns ja noch Batman. Na? Und Batman hat, wie so oft, zwei Hände zum Auswechseln. Ups. Und was jetzt hier richtig, richtig, so richtig cool ist, dass hier, klar, Batman ist beweglich, wie alle anderen auch, die typischen Punkte. Warte mal, das hier. Cool, das kann man sogar rausnehmen, einzeln. Das finde ich, also das finde ich richtig, richtig cool. Man kann jedes einzelne kleine Teilchen hier rausholen. Sowas gefällt mir richtig gut. Also Waffen und so Kleinteile, man muss halt aufpassen, dass man die nicht verliert. Aber dass man sowas rausnehmen kann, so Extras. Ja. So, und dann kommt es jetzt. Der Mantel hier vom Batman ist so, ja, so Gummi. Sieht man das? Aber hier hinten ist das Stoff. Das kenne ich oft aus, ja, den alten Batman-Figuren, die man so als Kind hatte, die vom Comic und so. Zeichentrickfilm, so die kleineren. Hier natürlich komplett beweglich. Ja. Er hat zwar keinen Kopf zum Auswechseln diesmal dabei, was er oft dabei hat. Ich habe schon so viele Batman-Köpfe einzeln. Aber so an sich. Also das ist meiner Meinung nach eine richtig coole Serie, diesmal Sammlung oder ja, wie auch immer, weil man hat schon mit vier Päckchen diese extra Figur mit diesen Buff-Teilen zusammen. Und ein bisschen was an Zubehör, gerade Wonder Woman und so. Aber das mit Batman und diesem Mantel, das sieht richtig cool aus. Also mir gefällt das richtig gut. Und jetzt, ja, steht sich Lex Luthor und Batman gegenüber. Oder Superman und Batman. Und ich glaube, die machen sich richtig gut im Regal. Und auch für Fotos und so.
Die stehen auch Gott sei Dank ganz gut. Gibt es nichts Schlimmeres, als wenn die Beine verbogen sind und die ständig in der Vitrine am Kippen sind. Ja, gut, das war's jetzt soweit. Ich habe den kleinen Eindruck von den Figuren. Dann bis zur nächsten Sammlung.